Servus Leute, hier ist wieder Gigsapad am Start und heute nehme ich euch wieder mit auf eine kleine Runde. Ja, heute sind wir sehr speziell unterwegs. Wir haben da ein kleines Mitbringsel auf dem Kopf, was ich von meinem Sohnemann zum Vatertag geschenkt bekommen habe. Ich habe ja hier vorne noch meine Kamera dran, die ich sonst nicht habe. Und da seht ihr das Ganze auch von außen. Heute Himmelfahrt, Vatertag, wie auch immer, habe ich gedacht, ich mache mir mal ein kleines Späßchen. Fahre eine Runde damit. Mein kleiner Einhorn-Rucksack ist auch wieder dabei. Den sieht das wahrscheinlich nicht, aber ja, da haben die Leute von hinten auch was zu sehen. Ich hoffe mal, ihr versteht mich, weil durch den Plüschbezug kriege ich den Helm nicht ganz zu. Also das Visier ist unten so ein Spalt offen. Ja, mal sehen, ob wir die ein oder andere Reaktion von den Leuten kriegen, wenn hier mal irgendwo einer ist. Keine Ahnung, bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Oberhof. Ja, schauen wir mal. Ja, wir machen natürlich ein bisschen vorsichtig. Also ganz vertraue ich den Helm hier nicht, gerade wenn das Visier offen ist. Naja, aber just for fun, ne? Bisschen Spaß muss sein. Gerade heute ist ja eigentlich der passende Tag dazu. Ja, was gibt es noch zu sagen? Nächstes Wochenende am 27. Mai, das Pfingstwochenende, werde ich mal zum Kyffhäuser fahren, weil da der gute Scorpedius aufschlägt an dem Tag. Ich habe jetzt zwar lange nichts mehr von ihm gehört, ob das noch steht, aber ich gehe einfach mal davon aus, wenn das Wetter mitspielt, natürlich, wenn es jetzt in Strömen schifft, dann bin ich nicht da, aber wenn es so ist wie heute oder vielleicht sogar noch ein bisschen wärmer, dann werde ich da auf jeden Fall meine Runde hinmachen. Ein bisschen mit dem Kollegen schnacken, mal gucken, vielleicht entsteht da das ein oder andere Videomaterial, das weiß ich noch nicht, was der sich da ausgedacht hat, weil ich habe ja keinen Sender oder so, wir können uns da nicht connecten und miteinander reden. Ja, aber wenn ihr wollt, weiß nicht, könnt ihr vielleicht auch mal vorbeikommen, wenn euch die Möglichkeit dazu besteht, mit dem Bike oder so. Uhrzeit weiß ich auch noch nicht, keine Ahnung, muss ich erstmal mit dem Kollegen noch mal reden. Ich hoffe mal, die alte Kamera hier vorne zeichnet noch auf und ich bin gut im Bilde. Weiß noch nicht, weil der Akku hat ganz schön geschwächelt. Ich habe das den ganzen Vormittag geladen, das Gerät, aber irgendwie sind nur zwei Striche da. Habt ihr ja schon ein paar Jahre nur rumliegen und nicht geladen und so weiter. Ja, hier haben wir schon mal welche, mal gucken. Guckt keiner, alles uninteressant. Ich weiß gar nicht, ob die Leute da nicht so drauf achten, was man so auf den Kopf hat oder keine Ahnung. Vielleicht haben sie es auch schon oft gesehen, ich weiß es nicht. Wie habt ihr so Himmelfahrt verbracht? Habt ihr ordentlich einen getrunken oder habt ihr brav zu Hause gefeiert, ein bisschen gegrillt oder so oder gar nichts gemacht? Schreibt ruhig mal in die Kommentare. Meine heißen Jahre sind da vorbei, dass man da hier 20 Kilometer irgendwo rumwandert und sich die Kante gibt. Da bin ich, glaube ich, zu brav geworden. Mittlerweile grill ich doch lieber mit Familie im Garten und trinke da meine zwei Bierchen, als mich da eigentlich nur besoffen im Gebüsch rumzukullern. So, jetzt sind wir gleich da. Hier auf der linken Seite. Ah, ich weiß noch nicht. Oh, das ist ganz schön voll. Aber gut, die meisten stehen hier vorne und grillen. Mal gucken, ob wir was sehen. Aber irgendwie winkt keiner, ich weiß auch nicht. Da winkt keiner, das lässt alle ein bisschen kalt. Hätte ich mir jetzt mehr Reaktionen versprochen. Aber vielleicht seht ihr mal eine Reaktion, die ich nicht sehe. Den ersten Daumen, den ich heute gekriegt habe, wenigstens ein Like. Na, hat sich gefreut. So ein paar Leute grinsen immer mal ein bisschen, das ist schon mal viel wert. Ein bisschen Freude verbreiten. Alter, willst du mich umbringen? Ich bin ein seltenes Tier. Gebt Acht auf mich. Ja,
Ja, Krümelmonster-Rucksäcke habe ich heute schon einen ganzen Eimer voll gesehen. Hat da gefühlt irgendwie jeder zweite auf. Mein Einhorn ist bis jetzt noch ein Unikat. Habe ich so in freier Wildbahn noch nie gesehen. Ich wollte halt mal ein bisschen aus der Masse rausstechen. Ja, auch mit dem Helm. Haben wir letztens, glaube ich, weiß nicht, ob das ein Elmo-Kopf war oder von der Sesamstraße oder ein blauer Krümelmonster-Kopf, ich weiß es nicht mehr. Da hat so ein Mann die Idee aufgeschnappt, mir auch sowas zu schenken. Und da ich ja ab und zu noch mal Pokémon Go spiele, habe ich da so ein bisschen Verbindung mit Pokémon und Pikachu und so weiter. Und deswegen hat er gedacht, er schenkt mir den Helm. Beziehungsweise den Überzug von Helm. Der kleine Frechdachs. Danke nochmal an der Stelle. Wie gesagt, 27.05. das Pfingstwochenende, der Pfingstsamstag. Kyffhäuser, Café 36. Ich denke mal so irgendwann Nachmittag. Um 1, um 2, um 3. Ich habe keine Ahnung, wie der gute Scorpedius sich das vorstellt. Aber ich schätze jetzt einfach so die grobe Uhrzeit. Wer die Möglichkeit hat, da hinzukommen und die Lust, kommt einfach. Kann man ein bisschen schnackseln. Vielleicht mal eine Runde drehen, da hoch und runter. Vielleicht kommt ja der eine oder andere. Ja, die freut sich auch, die Oma. Siehste, so muss das sein. Lachende Gesichter sind doch schön. Besser als wenn sie einen grimmig angucken. Der eine guckt schon, der hat schon Visier genommen. Ja, die freuen sich alle. Wenn man ein bisschen nickt und guckt, dann geht das. Man muss halt die Leute ein bisschen kitzeln. Reactions. Ja, mal sehen, ob die Kamera hier vorne ein bisschen was aufgezeichnet hat. Dass man das vielleicht mal von außen ein bisschen sieht. Ich weiß ja nicht, ob ich ganz zu sehen bin, ob ich drauf bin, ob ich zu nah dran sitze, keine Ahnung. Das sehe ich dann erst, wenn ich es am PC auswerte. Aber mein super High-End-PC von 2010, Windows 7. ...4 GB RAM, ihr wisst, was los ist. Ich rendere meine Videos immer über Nacht. Deswegen, ich habe hier unter meinem Video in der Infobox so einen kleinen Spendenlink. Ich mache das zwar nicht gerne, aber wenn ihr mich da unterstützen wollt, wie gesagt, ich bräuchte eigentlich wirklich dringend mal einen neuen PC. Und mir geht das so auf die Nüsse, da immer über Nacht alles zu rendern, bis da mal ein Video hochgeladen ist und so weiter. Also im Schnittprogramm, da vergehen Stunden. Wenn es nur 1-2 Euro sind, ihr helft mir da wirklich weiter. Ich mache das ja ein Stück weit für euch hier mit dem Content. Ist ja nicht nur alles für mich. Und wir als Community, wir können uns auch unterstützen. Beziehungsweise ihr mich als euren Content Creator. Bin ich jetzt überhaupt richtig abgebogen? Ja, das sieht ja aus wie in der Provinz. Ja, wenn ihr da 1-2 Euro übrig habt, könnt ihr mir das ruhig zukommen lassen. Wäre ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Ich generiere ja über meinen Kanal hier keine Einnahmen, was Werbung oder so angeht. Das habe ich ja nicht freigeschaltet. Geht ja irgendwie nicht. Und da bleibt mir wirklich nur über den PayPal-Spendenlink die Möglichkeit, ein bisschen Einkünfte zu erzielen. Ich habe da auch nichts voreingestellt irgendwie, dass ihr da feste Beträge habt. Ihr könnt wirklich selber wählen. Wenn es 10 Cent sind, 50 Cent, ist egal. Kleinvieh macht auch Mist. Das wäre schon richtig nice, wenn da mal was rumkommen würde. Weil bis jetzt habe ich eigentlich nur bezahlt für den Kanal hier. Ich habe mein Equipment gekauft und so weiter. Und ich habe da wirklich so gut wie keinen Gewinn gemacht. Gut, ich habe mal ein paar Pullover verkauft, aber ja, da ist wirklich keine große Gewinnspanne dabei bei mir. Wenn ich da 1-2 Euro am Pullover verdient habe, ist es wirklich viel. Reich werde ich dadurch nicht. Na, habt ihr auch schon eingenascht heute? Guckt mich doch nicht so ängstlich an.
Ich tue euch nichts. Na gut, Freunde. Das soll es dann an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ja, denkt an den Samstag, den 27.05. Kyffhäuser. Café 36, falls der andere Bock hat und die Möglichkeit hat, schaut mal vorbei. Ja, dann danke fürs Zusehen, liken, kommentieren, teilen, nicht vergessen, ne? Und dann würde ich sagen, bin ich an der Stelle raus. Haut rein, Peace!